Hi Leute und willkommen zurück heute mit einem sonst was auf dem Kopf. Es ging nicht anders, ich kriege meine Haare nicht mehr gebändigt. Ich muss unbedingt zum Friseur. Aber die haben alle keine Zeit. Aber ist ja auch egal. Und zwar gibt es heute wieder einen Lesemonat. Yay! Ich habe eigentlich gar keine Lust, dieses Video zu drehen. Das liegt einfach daran, dass ich gerade das Video von Jill gesehen habe. Und Jill hat einfach 14 Bücher den Monat gelesen. Und ich sitze jetzt gerade hier und dachte so, ja, yeah, ja, yeah, drehst du deinen Lesemonat? Ja, yeah, ja, bist du richtig bereit für? Und dann habe ich nur 4 Bücher gelesen und dachte gerade so, oh, Jill, was tust du nur? Aber ja, ich zeige euch trotzdem meine 4 Bücher. Der Monat hat gestartet bei mir mit Das Lied der Krähen von Leigh Bardugo. Und das habe ich auch zusammen mit der Jill gelesen. Ich markiere sie euch unten auch in der Infobox, dann könnt ihr auch bei ihr nochmal ihre 14 Bücher angucken. Und mit der Julia von Julias Lesewelten, auch die markiere ich unten. Und das Buch war super. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich denke, die meisten haben es jetzt mittlerweile auch gelesen. Ich habe mir gleich den Six of Crows Schuber, nee, den hatte ich eigentlich schon vorher gekauft, aber ich habe ihn jedenfalls auch gekauft, damit ich dann mit Crooked Kingdom weitermachen kann. Das Buch ist erstmal super schön. Man sieht, es hat schwarze Seiten. Das ist generell super schön. Eigentlich haben sie auch das englische Cover übernommen. In diesem Buch geht es um eine Bande, sagt man das so. Hier werden sie immer Außenseiter genannt, aber es ist halt einfach wie so eine Diebesbande, die dann halt sich zusammenschließt, um einen super Diebstahl zu begehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das in normalen Deutsch einfach richtig sagen soll, aber ja, das Buch war insgesamt super schön. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, waren ein paar Sachen, die komisch übersetzt waren, die man selbst, wenn man Six of Crows nicht auf Englisch gelesen hat, sich dachte die ganze Zeit so, oh mein Gott, was wollen die eigentlich von mir? Und ja, trotzdem war es mega schön. Ich kann euch auch sagen, dass man Grisha nicht unbedingt vorher gelesen haben muss. Jill hatte das nämlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie das in ihrem Video jetzt auch gesagt hatte, aber meinte trotzdem, sie ist sehr gut durchgekommen. Ich habe auch nur die ersten beiden Grisha-Teile gelesen. Es gibt einen minimalen Spoiler, der mir aufgefallen ist, der aber, glaube ich, gar nicht so extrem auffällt, wenn man Grisha halt gar nicht kennt, weil man einfach noch gar nicht weiß, worum es richtig geht. Und ich glaube, dass man es relativ schnell wieder vergisst, weil es so nebensächlich erwähnt wird. Sonst fand ich auch, dass man relativ schnell reingekommen ist. Die Charaktere waren grandios. Es hat richtig Spaß gemacht und man ist geradezu durchgeflogen. Also ich habe jeden Tag 100 Seiten gelesen, deswegen nicht so krass durchgeflogen. Aber ja, ich finde, man konnte es relativ schnell lesen und kann es wirklich nur empfehlen. Es ist ein 5-Sterne-Buch. Das nächste 5-Sterne-Buch. Was die Spiegel wissen von Maggie Stiefvater. Und Leute, ich glaube, spätestens nach diesem Buch kann ich behaupten, dass Raven Boys bzw. diese ganze Raven Cycle Reihe einfach zu meinen Favoriten gehört. Das Buch war wieder grandios. Ich finde auch im Deutschen ist es sehr schön geschrieben. Ich habe die Englischen jetzt auch nicht gelesen. Ich habe sie auf Deutsch gelesen. Finde aber, dass die sehr schön geschrieben sind. Die Übersetzung ist gut, je nachdem, also ich kenne halt die englischen Quotes trotzdem aus den Büchern, die ich gelesen habe und finde, bis jetzt waren sie eigentlich ganz gut übersetzt. Ja, zu The Raven Boys, im ersten Teil geht es ja um Blue und ich glaube, ich habe schon relativ viel, zu The Raven Boys an sich habe ich ja eigentlich schon genug gesagt. Wird jetzt also nicht nochmal eine Inhaltsangabe vom ersten Teil geben, weil das ja auch der dritte ist. Kann euch aber nur sagen, dass der dritte nochmal, ich weiß nicht, ob die sich jetzt immer mehr steigern. Hoffe jedenfalls, dass der vierte mich dann nicht enttäuscht und kann hier auch wieder nur 5 Sterne vergeben. Falls ihr diese Reihe noch nicht gelesen habt, kauft euch diese Reihe und lest sie. Sie ist so einzigartig und besonders. Allerdings muss ich sagen, dass dieses einzigartige, besondere bestimmt nicht jedem gefällt und dass ihr dann nicht enttäuscht sein dürft, wenn sie euch nicht gefällt. Mir hat es unglaublich gut gefallen. Es war so toll und kann sie deswegen auch nur jedem empfehlen und mach's jetzt auch nochmal hier auf die Wunschliste für Weihnachten damit. Und ja. Als nächstes habe ich 2 Bücher parallel gelesen, zeige euch jetzt aber das, was ich als erstes beendet habe und zwar ist es Be With Me von Jay Lynn. Das ist ja der 2. bzw. 3. Teil der Wait For You Reihe, weil der 1. ist ja nochmal geteilt in einmal die Sicht des Typen, also Cam, und einmal aus Averys Sicht, also der Frau. Und im 2. Teil geht es dann um Cams kleine Schwester.
Und ich fand das Buch sehr gut für einen New Adult Roman, weil ich das ja eher nicht so gern lese, beziehungsweise manchmal dann meine Probleme damit habe. Hier allerdings war ich sehr zufrieden. Bisschen überdramatisiert an manchen Stellen. Hat trotzdem von mir jetzt 4 Sterne bekommen, weil es einfach auch nicht so gut war wie der erste. Und ja, Wait for You war halt so ein Buch, was von mir 5 Sterne bekommen hat, weil das einfach einzigartig war. Der hier war auch gut, aber nicht ganz so gut. Und ja, ich kann es empfehlen, aber es gibt bestimmt bessere. Wait for You zum Beispiel. Bin jetzt aber mega gespannt auf den nächsten Teil und freue mich so drauf, den dann irgendwann zu besitzen, hoffentlich. Und ja, kann auch das wieder nur empfehlen, wenn man ein gutes New Adult Buch sucht. Als nächstes man. Ach nee, oh, ich wollte gerade sagen, als nächstes hatte ich das einzige Rezensionsexemplar, aber das stimmt nicht. Liederkrähen war auch ein Rezensionsexemplar. Also vielen Dank auch nochmal an Thomas Knau. Aber jetzt auch nochmal vielen Dank an Heine Flieg, denn ich habe vom Heine Flieg Verlag Und wenn die Welt verbrennt von Ulla Scheler bekommen. Und ich wollte unbedingt ihr erstes Buch, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Und wenn wir schwimmen oder irgendwie sowas. Nee, bei Sturm schwimmen gehen, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Das wollte ich immer unbedingt lesen und war jetzt ganz froh, dass ich das als Rezensionsexemplar bekommen habe. Ich hoffe, wenn dieses Video online geht, habe ich schon die Rezension dazu geschrieben. Kommt drauf an, wie ich es jetzt schaffe, Bilder zu machen noch zu dem Buch. Falls nicht, markiere ich es irgendwann auf jeden Fall nochmal unten in der Infobox. Aber das ist ja bei mir immer so eine Sache, ne? Und ja, in diesem Buch geht es um einen Jungen, der mit Kreide auf die Straße malt. Das ist der gute Felix, soweit ich mich daran erinnere. Ja, Felix. Und er trifft auf Alisa. Und Alisa hat ein ganz dunkles Geheimnis. Und die beiden treffen aufeinander und ha, ich will gar nicht zu viel verraten. Dieses Buch war wunderschön. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass mich eine deutsche Autorin so umhauen kann. Also ihr Schreibstil war wirklich einzigartig. Es ist richtig poetisch. Also wirklich, das ist jetzt nicht untertrieben. Das ist wirklich, du saßt da und hast es gelesen, dachtest dann an manchen Stellen so, oh. Hat die das gerade wirklich geschrieben und wie schön sie Sachen beschrieben hat. Und das war ganz wundervoll. Es war richtig krass. Kannte ich so noch gar nicht. Und ich fand, es war so eine. Das war was ganz anderes. Das war kein richtiges New Adult, das war kein richtiges Jugendbuch, das war alles. Ich kann dieses Buch mit gutem Gewissen wirklich jedem empfehlen, weil ich glaube, da ist für jeden was dabei. Außer du liest vielleicht Thriller ohne Ende. Dann vielleicht nicht. Aber sonst unglaublich schönes Buch. Und unglaublich. Krass, wundervoller Schreibstil. Also das war echt ein Highlight. Hat von mir 4,5 Sterne bekommen, weil für 5 hat es mir noch nicht ganz gereicht. Aber ich meine, 4,5 ist ja auch schon der Wahnsinn. Und ja, kann ich euch auch nur empfehlen. So, das waren dann auch schon wieder meine Bücher. Kann ja nicht jeder so krass sein wie Jill und 14 Bücher lesen. Aber das hatte ich ja gesagt, als ich angefangen habe mit den Lesemonaten, dass das bei mir nicht so viel sein wird. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Falls ihr eins dieser Bücher gelesen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und kauft unbedingt The Raven Boys. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann demnächst wieder. Ich hoffe, ich kann wieder regelmäßiger Videos machen. Und dann bis bald. Ciao.